Und die habe ich auch noch bei. Sehr gut. Die hier unten wegnehmen könnte und durch entsprechende solche ersetzt. Dann wirkt es nicht ganz so wuchtig, aber wir können oben immer noch seitlich Fackeln anbringen. Ist doch hübsch. So. Und das ist dann hier der nächste Raum, der noch ein bisschen ausgeleuchtet werden sollte, bevor die Monster spawnen. Ja. Eins, zwei, drei. Da eigentlich, aber da geht ja nicht, da ist ja nichts mehr. Eins, zwei, da und dann. Ah nein, da. Ja, das ist schon ein guter Abstand. Zwei zur Hinterwand. So, und die müssen wir jetzt noch zukleistern. So, also gehen wir wieder zum Ofenrömer. Ach, schon wieder Nacht. Holen wir noch die verbleibenden 12 ab. Packen wieder 64 rein, um dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zu machen. Einen zweiten Ofen könnten wir uns auch noch leisten. Aber der kommt gleich. Den bauen wir hier. Das ist es. Das sind 7 mal 7 mal 4. 28 Öfen. Na, oh, warum denn nicht? Wir haben noch genug von dem Rotz hier. Hier haben wir auch schon Rotz reingeworfen. Da sollten wir mal locker fluffig auf 28 kommen. Ah, ne, das war immer zu viel geteilt. So. So, und damit sind wir 1, 2, 3, 4, 28. So. 28 Öfen. Yay! So, schnell rüber. Bevor uns die. Müssen ja hier auch viel. Jetzt bleibe ich schon wieder an unsichtbaren Pixeln hängen. Also irgendwie ist das Tastatur. Entschuldigung. Das Tastatur-Input-Verhalten ein anderes als vorher. Und wir haben immer noch Tunguska Electronic Music Society mit Tunguska Chill Out Grooves Volume 1 Attribution, deswegen mache ich es und Prost. Lecker. So, das ist doch gut, oder? Das ist doch mal eine Hausnummer. 28 Öfen. Wahrscheinlich wird man immer nur die ersten hier benutzen, aber es sieht auch schon mal cool aus, wenn man hier so reinkommt. So wie so eine Miniatur Wunderland mäßig. So, wenn wir das jetzt so haben, heißt das hier, passiert nicht mehr viel mehr als genau das. Hier haben wir unsere Öfen, brauchen wir noch ein paar Crafting Tables. Noch welche bauen? Machen wir mal noch zwei Crafting Tables. Ja, erstmal, weil ich die da so jetzt reinstelle, in die Wand sieht das auch scheiße aus. Ich glaube, ganz 28 wollen wir gar nicht haben, ne? Ich könnte jetzt hier außenrum noch so einen Rahmen lassen. Würde das besser aussehen? Entschuldigung. Wird das besser aussehen, wenn ich da einen Rahmen lassen würde? Eigentlich nicht. Aber ich glaube, ich nehme die 9 hier in der Mitte raus. Genau diese 9. Ist ja eh Kabel. Also Kabeloptik. Dieser Scheißöfen. Das kannst du auch nachfallen. Was ja eh Kabel ist, können wir hier auch Kabel hinter machen. Ja, ich
hau jetzt immer wieder ein mehr raus, als eigentlich nötig war. Und ja, ihr hört mehr Musik, als dass ich rede, aber ich glaube, es gefällt. Ich weiß nicht, ob das gefällt. Ist immer wieder das Hader mit der Community, sage ich schon. Mit den Zuschauern. Ob das denn jetzt so gefallen könnte, würde, sollte und so. Sieht ja schon mal ganz nett aus. Jetzt müsste sich nur noch verjüngen. Ich mache das ja auch gleich, indem ich das mache, was ich vorhabe. Ich muss noch ein tiefer, noch zwei tiefer sogar. Mache ich gleich noch die Seitenwände mit raus. Ja, ist schon wieder schummrig hier. Ich will ja nur Optik schaffen. So. Weil. Ach, nein, da habe ich jetzt schon wieder ein zu viel genommen. Na, was soll's. So. So, das ist auf jeden Fall jetzt Kabeloptik. Jetzt könnte ich das hier nämlich noch rausnehmen. Und das da rausnehmen. Machen und hier eine Fackel. Ne, ich wollte die stellen. Na, ja, verdammt. Genau. Oh, das ist da. So, mal was richtig gemacht. So. Genau. Wieder gegen die Tür. So. Und damit das Ganze hier etwas. Ich könnte es jetzt. Ich die jetzt einen vorziehe und so rum hinstelle. Ja, mal gucken, wie das aussieht. Kann ich mir gerade noch nicht so richtig vorstellen. Besser. Könnte man hier vorne nämlich noch diese. Macht was anders. Okay, das sieht gut aus. So. Ja, und es ist überdimensioniert. Es ist übertrieben. Es ist definitiv unnötig, so viele Öfen zu haben. Es sei denn, man macht einen auf Haupti und verglast eine ganze Insel. Aber für den Normal. Hui, ein Enderman. Im Normalfall ist das ziemlich unnötig, überflüssig und überhaupt. Ich weiß. Aber es sieht cool aus. Jedenfalls bin ich davon überzeugt. Bin ich das hier auch noch? Nee, das ist scheiße. Nee. Die Fläche. Ich könnte jetzt die zwei noch einen zurücksetzen oder den einen oder so. Ja, nee. Also vielleicht doch irgendwie anders. Warte mal, ich brauche mal einen Tisch. Den reiße ich auch gleich wieder ab. Uff. 16 Treppen. Ach mein Gott, machen wir noch mehr. Haben sie ab. So, 24. Misch mit dir. So. Ich das jetzt hier. Genau, das machen wir anders. Ja, kommt gleich wieder hin. Und hier sollte vielleicht auch der Boden dann anders sein. Mal gucken. Ob man da überhaupt was von sieht. So. Also auf jeden Fall ist das dann hier noch. Doof. Definitiv. Doof. Weg. Das mag ich überhaupt nicht. Ich kann es nicht leiden, wenn da irgendwie so Hohlräume sind. Das wisst ihr auch schon. Hohlräume sind doof. Ist ähnlich wie Energiesparlampen.
die für sich genommen in ihrer wirklichen Funktion eigentlich eine sehr positive Geschichte darstellen, aber leider gibt es ja auch Menschen, deren Licht nicht so hell scheint. Ja, es ist cool. Das machen wir so. Das geflügelte Wort der Energiesparlampe. Ist das eher. So, und ja, man sieht dahinter überhaupt nichts. Ich weiß. Olle Pedanten. Aber. Achso, das kann ich ja da gleich hinstellen. Aber ich weiß ja, dass es da ist. Das ist ja immer das Problem. Ne? Man selber weiß ja, dass es da ist. Und da. Hahaha. Weißt halt, dass es da ist. Wie dieser riesige Klotz durch diese kleine Öffnung passt, das ist auch ein anatomisches Wunder, auf das wir jetzt nicht näher eingehen, sondern setzen einfach nur eine Fackel und erfreuen uns an unserem Ofenraum. Ja, so echt hübsch. Oder? Mit den zwei Crafting-Tablen. Ja. Stehe ich schon wieder auf dem Scheiter. Und ja, hier könnte man jetzt auch noch, warte mal, wenn man das hier so raushaut, dann nicht so eine Treppe, sondern sowas da hinmacht. Außen, ja. Und ja, ich erfinde gerade meinen Stil irgendwie ein bisschen neu. Naja, wahrscheinlich hat das wieder schon irgendwer erfunden, aber ich probiere mich gerade mal so ein bisschen aus. Also mit, um etwas zu... Meine Nase. Es tut mir leid. Um etwas zu erreichen, was früher schon mal da war. Ach, mein Gott. Musik ist gleich aus. Ich muss mal Musik suchen. Das heißt, das waren dann summa summarum vier Folgen. Vier Folgen? Wow. Ah. Und weit sind wir noch nicht gekommen. Aber weit genug und diese Beleuchtungsprobleme sehen eigentlich auch hübsch aus. So. Und so könnte man dann halt Raum für Raum weitergehen und hier kommt man auch so durch. Und jetzt könnte man hier noch den Boden irgendwie, wenn ich das Schachbretter mache, sah ja eigentlich in der alten Bude auch nicht schlecht aus, das Schachbrett aus Kabels und nicht Kabels, ne? Ja, wie hat es euch gefallen? Ich fand's immer cool. Und ja, auch an dieser Stelle gilt wieder die alte Devise Schwein gehabt. Ohne Planung. Einfach mal die richtigen Entscheidungen getroffen zu haben. So. Weil das ist ja hier... Achso, da eine Ecke muss ich gleich noch machen. Das ist ja hier jetzt schon eher so die... Crafting Facility. Und hier muss ich nochmal. Genau. Ah ja, den sieht man dann wieder von außen. Das können wir gleich mal korrigieren gehen. Hallo Creeper. Haha. Die fallen hier mal vom Berg runter. Naja, also auf jeden Fall ist damit für euch Action geboten. In der neuen, nennen wir es neue Staffel, ich würde mal sagen ab Folge 100. Ich kriege auch so ein bisschen Panik, dass gleich was von oben kommt. Und ich brauche einen besseren Eingang als diesen. Also weil der wird im Laufe der Zeit von den Creepern komplett zerlegt sein. Aber in diesem Sinne wünsche ich noch einen angenehmen Abend, Feierabend, Morgen, Nachmittag, whatever. Bis dahin. Bye, bye.